1990 wurde das Weltraumteleskop Hubble erfolgreich in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Seitdem hat es mehr als 30 Jahre lang zahlreiche Himmelsobjekte beobachtet. Das zu Ehren des Astronomen Edwin Hubble benannte Teleskop wurde von der NASA entwickelt. Zusammen mit dem Compton-Gamma-Strahlen-Observatorium, dem Chandra-Röntgen-Observatorium und dem Spitzer-Weltraumteleskop gehört es zu einer Gruppe von Instrumenten, die als die großen Observatorien bekannt sind. Hauptziel des Hubble-Weltraumteleskops ist es, das Universum zu erforschen und grundlegende Fragen zu beantworten, zum Beispiel wie Galaxien entstehen und sich entwickeln und wie sich das Universum selbst im Laufe der Zeit verändert hat. Mithilfe des Teleskops wurden viele wichtige Entdeckungen gemacht, darunter die dunkle Materie und die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt. Die Säulen der Schöpfung sind eines der berühmtesten Bilder des Weltraumteleskops Hubble. Es zeigt eine Region im Adlernebel, in der neue Sterne entstehen. Das Bild stammt aus dem Jahr 1995 und zeigt beeindruckende Gas- und Staubformationen, die sich majestätisch über den Nebel erheben. Es wurde zu einem der ikonischsten Bilder des Universums. Trotz anfänglicher technischer Probleme blieb das Hubble-Teleskop aktiv und lieferte weiterhin wichtige wissenschaftliche Entdeckungen. 1993 wurde ein Defekt am Hauptspiegel des Teleskops festgestellt, der das Licht nicht mehr effektiv sammeln konnte. Ein Jahr später wurde eine Reparaturmission entsandt, um das Problem zu beheben. Seither funktioniert das Teleskop wieder einwandfrei. Eine der faszinierendsten Entdeckungen, die mit diesem bemerkenswerten Teleskop gemacht wurde, liegt noch nicht lange zurück. Ein Bericht, der auf Daten des Weltraumteleskops Hubble basiert, zeigt ein schwaches Leuchten im Raum um unser Sonnensystem, das durch nichts erklärt werden kann. Die Astronomen nennen dieses rätselhafte Leuchten Geisterlicht, da sie seine Quelle bisher nicht identifizieren konnten. Man weiß, dass das Licht nicht von nahen Sternen oder Galaxien in unserem Sonnensystem stammt. Auch Staub aus dem Sonnensystem kann als Ursache ausgeschlossen werden. Die Forscher sind sich nicht sicher, woher das Licht stammt, vermuten aber, dass es sich um winzige Staub- und Eispartikel von Kometen handeln könnte. Diese Theorie ist allerdings noch nicht bestätigt. Wenn wir das Universum erforschen, entdecken wir oft leuchtende Objekte wie Planeten, Sterne und Galaxien. Manchmal stoßen wir aber auch auf Lichtquellen, von denen wir es nicht erwartet hätten, zum Beispiel zwischen den Planeten. Möglicherweise stammt dieses Licht aus den Tiefen unseres Sonnensystems und stellt ein neues, noch unerforschtes Phänomen dar. Mit anderen Worten, es könnte etwas im Zentrum unserer Galaxie geben, das enorme Mengen an Licht erzeugt. Auch die Raumsonde Voyager 1 hat Bilder aufgenommen, die zeigen, dass viel Licht vom Rand unseres Sonnensystems kommt. Warum ist uns das bisher entgangen? Nun, weil das meiste Licht auf den Bildern des Hubble-Teleskops von erdnahen Objekten stammt. Die Menschen ignorieren dieses Licht, weil sie sich mehr für weiter entfernte Objekte wie Sterne und Galaxien interessieren. Wie viel Licht es im Universum gibt und woher es kommt, ist noch nicht genau erforscht. Wissenschaftler haben mit dem Hubble-Teleskop nach schwachen Galaxien gesucht, die für das schwache Licht verantwortlich sein könnten. Dabei stellten sie fest, dass es nicht genügend solcher Galaxien gibt, um das zusätzliche Licht am Himmel zu erklären. Obwohl das Licht nur so stark ist wie das von 10 Glühwürmchen, ist diese Entdeckung wichtig, weil sie darauf hinweist, dass wir vielleicht etwas übersehen haben. Das Hubble hat auch andere wichtige Entdeckungen gemacht, zum Beispiel die dunkle Materie. Diese Materie ist für uns unsichtbar, aber wir wissen, dass sie existiert, weil sie die Schwerkraft beeinflusst. Sie macht etwa 23% des Universums aus. Hubble hat untersucht, wie die dunkle Materie das Licht beeinflusst und 3D-Karten ihrer Verteilung erstellt. Diese Karten zeigen, dass die dunkle Materie mit der Zeit an Masse zuzunehmen scheint und sich ähnlich wie die Schwerkraft verhält. Das Hubble-Teleskop hat nicht nur zwei neue Monde entdeckt, Nix und Hydra, sondern auch die sich verändernde Oberfläche des Zwergplaneten untersucht. Es bestimmte auch die Masse des Planeten Eris, der größer als Pluto ist. Dies ließ die Forscher vermuten, dass es im Kuipergürtel, einer Region außerhalb unseres Sonnensystems, ähnliche Objekte geben könnte. Diese Entdeckungen führten zur Neuklassifizierung von Pluto als Zwergplanet und könnten uns helfen, die Entwicklung unseres Sonnensystems besser zu verstehen. Gammastrahlenausbrüche sind die gewaltigsten Explosionen im Universum und lange Zeit wusste niemand, woher sie kommen. Hubble entdeckte, dass Gammastrahlenausbrüche in Galaxien auftreten, die viele Sterne produzieren und wenig schwere Elemente enthalten. Dies deutet darauf hin, dass sie entstehen,
wenn große Sterne zu schwarzen Löchern kollabieren. In solchen Galaxien gibt es viele große Sterne, die schnell zu schwarzen Löchern werden können, weil sie wenig schweres Material enthalten. 1994 kollidierte der Komet Shoemaker-Levy 9 mit dem Jupiter. Hubble dokumentierte das Ereignis wie ein findiger Journalist. Der Komet zerbrach in viele kleine Teile, die 21 weitere Kollisionen auslösten. Der größte Einschlag erzeugte einen Feuerball und einen dunklen Fleck auf der Jupiteroberfläche. Hubbles Beobachtungen weckten nicht nur das öffentliche Interesse an kosmischen Einschlägen, sondern lieferten auch neue Erkenntnisse über die Jupiteratmosphäre. In der Liste der Hubble-Entdeckungen dürfen die schwarzen Löcher nicht fehlen. Das sind Punkte im Universum, in denen die Schwerkraft so stark ist, dass nicht einmal das Licht entkommen kann. Sie üben eine ungeheure Anziehungskraft auf Materie aus, sodass diese auf engstem Raum zusammengepresst wird. Das passiert, wenn sich ein Stern wie unsere Sonne dem Ende seines Lebens nähert. Am Anfang hat der Stern einen dichten, heißen Kern, in dem Wasserstoff verbrennt. Unter dem Einfluss der Schwerkraft versucht er dann, seine Masse auf einen winzigen Punkt zu reduzieren. Solange der Stern Energie aus der Wasserstofffusion bezieht, drängt er nach außen. Das Leben eines Sterns hängt also von einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen diesen Kräften ab, das Millionen oder sogar Milliarden von Jahren andauern kann. Wenn diese Energie aufgebraucht ist, bleibt nur noch die Gravitation. So werden manche Sterne zu schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind für uns unvorstellbar, da selbst Licht ihrer Anziehungskraft nicht entkommen kann und sie für das menschliche Auge unsichtbar sind. Um sie im Universum aufzuspüren, braucht man spezielle Geräte und Teleskope. Hubble hat herausgefunden, dass die meisten Galaxien mit einem zentralen Sternenhaufen wahrscheinlich supermassive schwarze Löcher haben. Hubble stellte auch eine starke Korrelation zwischen der Größe dieser schwarzen Löcher und der ihrer Muttergalaxien fest, was uns helfen könnte zu verstehen, wie sich das Universum im Laufe der Zeit entwickelt hat. Was ist ein supermassereiches schwarzes Loch? Das ist ein mega großes schwarzes Loch, das sich normalerweise im Zentrum einer Galaxie befindet und Millionen oder sogar Milliarden Mal größer ist als die Sonne. Diese schwarzen Löcher sind so mächtig, dass sie Sterne und sogar ganze Galaxien verschlingen können. Forscher untersuchen diese rätselhaften Objekte, weil sie eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien spielen könnten. Vor Hubble wussten wir nicht genau, wie alt das Universum ist. Das führte oft zu seltsamen Paradoxien. Zum Beispiel schienen die von den Astronomen entdeckten Sterne älter zu sein als das Universum selbst. Hubble gelang es jedoch, das Alter des Universums zu bestimmen, indem es die Expansionsrate des Universums abschätzte. Das Ergebnis 13,75 Milliarden Jahre. Die Frage nach dem genauen Alter des Universums ist von großer Bedeutung, da die Mehrheit der Astronomen davon ausgeht, dass das Universum nicht ewig existiert, sondern aus einem einzigen, heißen und dichten Feuerball, dem Urknall, entstanden ist. Im Weltraum steht tintenschwarze Finsternis neben gleißend hellen Flecken wirklich toll aus. Darin verstecken sich allerdings schwarze Löcher, unersättlich und gruselig. Ihre Färbung macht es Astronomen schwer, etwas über diese Weltraummonster herauszufinden. Wenn ein mächtiger Stern das Ende seiner Lebenszeit erreicht, löst er sich nicht einfach in Luft auf. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass dem Stern sein nuklearer Treibstoff ausgeht. Dann kollabiert er in einem hellen Lichtblitz unter seiner eigenen Schwerkraft. War der Stern groß genug, entsteht ein schwarzes Loch. Es gibt eine hypothetische Form schwarzer Löcher, die man als primordial bezeichnet. Allerdings gibt es keine Beweise für sie. Diese Löcher sind unglaublich alt und verdammt klein im Vergleich zu anderen schwarzen Löchern. Astronomen glauben, sie könnten wenige Millisekunden nach dem Urknall entstanden sein. Zu dieser Zeit gab es noch gar keine Galaxien und Sterne. Vielleicht haben primordiale schwarze Löcher also die gesamte Geschichte des Universums erlebt. Die kleinsten primordialen schwarzen Löcher sind bis heute vermutlich längst verdampft. Aber die größeren könnten durchaus noch im Weltall herumlungern. Aber wie sind primordiale schwarze Löcher überhaupt entstanden? Ganz am Anfang war alles anders. In manchen Regionen war es heißer, in anderen kälter und manche Bereiche waren extrem dicht. Wissenschaftler glauben, die Stellen höchster Dichte könnten zu primordialen schwarzen Löchern kollabiert sein. Ziemlich seltsam, oder? Diese Löcher sind vielleicht genau deshalb so winzig klein, weil es sie schon seit dem Urknall gibt. Je länger ein schwarzes Loch brauchte, um zu entstehen, desto größer war es.
Die Massenunterschiede zwischen den alten kleinen und den jungen großen schwarzen Löchern ist unglaublich. Stell dir einfach vor, du würdest die tausendfache Masse unserer Sonne mit der einer Jellybean vergleichen. Es gab auch die Theorie, die primordialen schwarzen Löcher wären selbst dunkle Materie. Man glaubt, diese Materie mache 80% der Masse des sichtbaren Universums aus. Astronomen können diese seltsame Zutat jedoch nicht sehen, da sie kein Licht oder irgendeine Form von Energie abgibt. Diese Vorstellung blieb jahrzehntelang unbeachtet. Doch kürzlich stellte man fest, dass es viel mehr schwarze Löcher im Universum gibt, als bisher angenommen. Das heißt, an der Theorie könnte doch etwas dran sein. Und die vielen, uns immer noch verborgenen, seit dem Urknall existierenden schwarzen Löcher könnten nicht nur aus, sondern eben selbst diese dunkle Materie sein. Immerhin konnten Astronomen bisher kein Krümelchen dunkle Materie finden, trotz jahrzehntelanger Suche. Manche Wissenschaftler argumentieren, dass schwarze Materie nicht eine Masse unterschiedlich großer, primordialer schwarzer Löcher sein kann. Sie würden viel zu oft miteinander kollidieren. Andere wenden ein, dass schwarze Löcher in Paaren auftreten könnten. So kann stets ein drittes hinzukommen und eines der ursprünglichen ersetzen. Immerhin besteht im Universum kein Mangel an schwarzen Löchern. Dieser Prozess könnte sich wiederholen, ohne dass es zu Verschmelzungen oder Kollisionen käme. Primordiale Löcher könnten in Gruppen so groß wie der Abstand zwischen unserer Sonne und dem nächsten Stern auftreten. Jede solcher Ansammlungen könnte aus tausenden schwarzen Löchern bestehen. In der Mitte könnte ein 30 Sonnenmassen großes Monsterloch sitzen, das von vielen kleineren umgeben ist. Solche Cluster könnte es überall geben, wo Wissenschaftler dunkle Materie vermuten. Aber bis dato ist das nichts weiter als eine aufregende Theorie. Und einige Wissenschaftler unterstützen sie auch nicht. Man bräuchte mehr Daten. Schwarze Löcher benehmen sich zuweilen wie monströse galaktische Vulkane. Von Zeit zu Zeit brechen sie aus. Doch statt Lava speien sie unglaubliche Energiemengen aus. Und das verursacht riesige Löcher in dem sie umgebenden Material und Gas. Vor nicht allzu langer Zeit entdeckten Wissenschaftler einen der größten Krater im Universum. Radio- und Röntgenteleskope entdeckten ein supermassereiches schwarzes Loch, das vor vielen, vielen Jahren einen Wutausbruch hatte. Schauplatz ist eine 390 Millionen Lichtjahre weit entfernte Galaxie. In den entstandenen Krater, der genau genommen ein Loch im heißen Gas des Sternenhaufens darstellt, passt unsere Milchstraße 15 Mal hinein. Wow! Kürzlich fanden Astronomen heraus, dass einer der größten Sterne in der Nachbarschaft einfach so verschwunden ist. Der Stern befand sich 75 Millionen Lichtjahre weit von der Erde entfernt. Das ist normalerweise zu weit weg, um einzelne Sterne zu erkennen. Es sei denn, sie sind verdammt groß. Wie der, über den wir hier reden. Er war gigantisch und leuchtete 2,5 Millionen Mal heller als unsere Sonne. Das Licht des Sterns wurde zuletzt im Jahr 2011 gesehen. Doch als man ein paar Jahre später beschloss, ihn genauer zu untersuchen, war er weg. Ein so riesiger Stern endet normalerweise in einer extrem hellen Supernova, dieser jedoch nicht. Und das verwirrte die Wissenschaftler über alle Maßen. Eine Theorie geht davon aus, dass er zu einem schwarzen Loch kollabiert ist, und zwar ohne, dass vorher eine verräterische Supernova auftrat. Das kommt bei sterbenden Sternen schon mal vor, allerdings extrem selten. K2-141b ist ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Auf den ersten Blick ist er unserer Erde gar nicht so unähnlich. Er hat flüssige Ozeane, die zu Wolken verdunsten, kondensieren und als Regen wieder auf die Oberfläche fallen. Doch es ist kein Wasser, sondern Gestein. Die Oberfläche dieses Exoplaneten ist von 10.000 Kilometer tiefen Lavaseen bedeckt. Die Temperaturen auf K2-141b erreichen tagsüber 2760 Grad Celsius. Das reicht aus, um Magma verdampfen zu lassen. Die Überschallwinde, die mit bis zu 1,6 Kilometer pro Sekunde wehen, tragen diesen Steindampf auf die dunkle Seite des Planeten. Das verdampfte Magma kühlt sich ab, wird wieder flüssig und fällt als steinerner Regen zurück auf die Oberfläche. Ich fürchte, da brauchen wir stabilere Regenschirme.
Ein Stern in der Galaxie GSN 069 könnte sich innerhalb der nächsten Billionen Jahre in einen Planeten von der Größe Jupiters verwandeln. Und zwar dank seiner regelmäßigen Begegnung mit einem schwarzen Loch. Zunächst beobachteten Astronomen seltsame Ausbrüche von Röntgenstrahlung. Sie waren extrem hell und traten alle 9 Stunden auf. Man stellte fest, dass es ein Stern, der eine einzigartige Umlaufbahn um ein schwarzes Loch beschrieb, war. Und die beobachteten Blitze sind das Einsaugen der Sternoberfläche in das schwarze Loch, wenn er seinem hungrigen Kumpanen zu nahe kommt. Über Millionen Jahre hinweg hat das schwarze Loch den roten Riesen bereits zu einem weißen Zwerg dezimiert, und so bald wird dieser Vorgang nicht enden. Vor kurzem haben Astronomen in der Atmosphäre der Venus Spuren von Phosphorwasserstoff entdeckt. Auf der Erde trifft dieses farblose, brennbare Gas im Umfeld von Mikroben auf. Daher kursiert die Theorie, auf der Venus könnte Leben existieren. Wenn, dann aber nur hoch oben in den Wolken, denn unter den extremen Bedingungen auf diesem Planeten könnte kein Organismus überleben. Ihre Oberfläche ist extrem trocken. Es gibt kein flüssiges Wasser und der Druck ist 90 Mal höher als auf der Erde. Die Temperaturen erreichen fast 480 Grad Celsius, heiß genug, um so einige Materialien zum Schmelzen zu bringen. Also, nein. 2013 wurde Methan, ein Gas, das normalerweise von lebenden Organismen produziert wird, auf dem Mars entdeckt. Der Mars Express der Europäischen Weltraumorganisation spürte es im Gale-Krater in der Nähe des Mars-Äquators auf. Diese Entdeckung könnte irgendwann die Frage nach Leben auf dem Mars beantworten. Im Juli 2019 versetzte der Asteroid 2019 OK den Wissenschaftlern einen ordentlichen Schrecken. Dieser ziemlich große Brocken, bis zu 122 Meter im Durchmesser, tauchte aus dem Nichts auf und schrammte unangenehm nah an der Erde vorbei. Nur etwa 72.000 Kilometer entfernt. Das ist weniger als ein Fünftel der Entfernung zum Mond. Die äußerste Schicht der Sonne ist sehr viel heißer als ihre Oberfläche. Die Temperaturen variieren zwischen 5500 Grad Celsius an der Oberfläche und atemberaubenden 555.000 Grad Celsius in der Korona. Das ist die äußerste Schicht der Sonne. Der Grund für dieses Phänomen könnten Nanoeruptionen sein. Das sind regelmäßige Hitzeausbrüche. Eine andere Theorie sieht die Schicht unter der Sonnenoberfläche in der Verantwortung. Sie scheint ein schwaches Magnetfeld zu erzeugen. Wenn Energie aus dieser Schicht austritt, heizt sie die Korona durch ein Netz magnetischer Wellen auf. Der Mond schrumpft eventuell immer noch. Der Erdtrabant ist heute 45 Meter schlanker als noch vor ein paar hundert Millionen Jahren. Falls sein Inneres sich weiter abkühlt, würde das auch die Mondbeben, die seine Oberfläche erschüttern, erklären. 2019 registrierte das NASA-Raumfahrzeug InSight, welches eigentlich das Innere des Mars untersuchen sollte, zum ersten Mal ein Marsbeben. Diese Erschütterungen wiederholen sich häufig, etwa 2-mal täglich. Die meisten sind winzig. Auf der Erde würdest du sie nicht mal spüren. Bisher wurden über 300 Marsbeben aufgezeichnet. Abgesehen von Erde und Mond sind es die ersten bekannten Beben auf Himmelskörpern. Die Mission entdeckte ein weiteres rätselhaftes Phänomen, seltsame magnetische Impulse. Sie traten stets um Mitternacht in der Nähe des Fahrzeugs auf. Bisher ist unklar, was diese Schwingungen verursachte. Vielleicht kommen sie ja nach Mitternacht raus. Die Atmosphäre von Pluto erhebt sich sehr viel höher über der Oberfläche des Zwergplaneten als die der Erde zum Beispiel. Sie besteht außerdem aus über 20 Schichten. Alle sind klirrend kalt und extrem verdichtet. Apropos, unser Mond hat auch sowas wie eine Atmosphäre. Wir nennen sie Exosphäre. Sie besteht aus Helium, Neon und Argon. Sie hat eine 10 Billiarden Mal geringere Dichte als die der Erde. Also wirklich verdammt dünn. Stell dir vor, die Sonne würde kein Licht mehr abgeben. Die Tiere würden das als erstes bemerken. Die meisten Tiere brauchen den Tag, um von einem Ort zum anderen zu wandern, besonders in den großen Savannen in Afrika. Zebras, Gnus und Giraffen brauchen das Tageslicht, um sich zurechtzufinden und um den Raubtieren aus dem Weg zu gehen. Wenn die Sonne untergeht, beginnt für sie die Schlafenszeit.
Aber wenn die Sonne plötzlich dunkel wird, verstehen die Tiere nicht, was vor sich geht. Und sie laufen Gefahr, das frühe Mittagessen von Raubtieren zu werden. Aber auch nachtaktive Tiere wären durch diese Zeitumstellung betroffen. Vögel schwärmen normalerweise tagsüber aus und wenn es dunkel ist, hören und sehen wir sie nicht. Ihnen haben wir es übrigens zu verdanken, dass die Insekten nicht überhand nehmen, denn sie fressen sie direkt vom Himmel. Also, sie und die Fledermäuse. Falls du in einer Gegend ohne Fledermäuse wohnst, dann sind die Insekten die Gewinner. Die Temperatur würde auch allmählich sinken. Und natürlich würden auch wir Menschen die Auswirkungen spüren. Wir sind es schließlich gewohnt, dass die Sonne zur Mittagszeit scheint. Und natürlich würden auch wir Menschen die Auswirkungen spüren. Wir sind es schließlich gewohnt, dass die Sonne zur Mittagszeit scheint. Aber wenn die Sonne das Licht ausmacht, müssten wir in völliger Dunkelheit leben. Und dann geht's ums nackte Überleben. Wenn die Sonne plötzlich dunkel wird, haben wir noch etwa 8 Minuten, um die letzten Strahlen zu genießen. Du hast sicher schon gehört, dass das Sonnenlicht so lange braucht, um die tausende Kilometer zu uns zu reisen. Wir müssten mit UV-Lampen unsere Gärten ausbauen, aber selbst im großen Stil würde das nicht ausreichen, um die ganze Welt zu ernähren. Dazu kommt auch noch, dass es auf der ganzen Welt viel kühler wird. Das Überleben draußen wäre schwierig. Alle müssten sich in Schutzräumen und warmen Bunkern verkriechen. Im Biologieunterricht hast du gelernt, dass Pflanzen die Photosynthese brauchen, um zu wachsen. Ohne sie gäbe es also keine Feldfrüchte. Brot gäbe es dann auch nicht, weil der Bäcker kein Weizen bekommt. Sogar die Algen in den Ozeanen brauchen die Photosynthese, um zu überleben und um den kostbaren Sauerstoff zu produzieren. Sie sind die größte Sauerstoffquelle neben den Wäldern. Das bedeutet also, dass der Sauerstoffgehalt sinken würde. Auch in den großen Gewässern wie Seen und Meeren würde der Sauerstoff fehlen, um das Leben im Meer zu erhalten. Eine unserer Hauptquellen für Vitamin D ist die Sonne. Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, es zu bekommen, aber die Sonne ist nun mal der beste und bequemste Vitamin D-Lieferant. Ohne Pflanzen oder Vegetation würden alle Pflanzenfresser um den letzten grünen Grashalm oder das letzte Blatt am Baum kämpfen. Ihnen würde ziemlich schnell das Futter ausgehen, was auch für uns Menschen eine schlechte Nachricht wäre, weil wir Tiere wie Kühe, Pferde und Schafe für unseren Lebensunterhalt brauchen. Das würde natürlich nicht über Nacht passieren. Die Ozeane würden auch eine Zeit lang warm bleiben, aber irgendwann würden sie einfrieren. Die Erde hat zwar noch ihren Eisenkern, der viel Wärme produziert, allerdings würde der nicht ausreichen, um den Planeten warm zu halten. Um zu überleben, müssten wir den richtigen Unterschlupf finden, wo wir geschützt und warm bleiben. Wenn das über Nacht passieren würde, gäbe es wahrscheinlich keine fertigen Bunker für dieses Szenario. Es sei denn, du beschließt nach diesem Video einen zu bauen. Bedenke dabei, dass dein Bunker rund um die Uhr Wärme liefern muss und du Pflanzen unter UV-Licht anbauen kannst. Solarbetriebene Anlagen kommen dann aber nicht mehr in Betracht. Du bräuchtest auch einen speziellen Anzug, um ins Freie zu gehen. Und weil es so dunkel wäre, bräuchtest du starke Lampen oder ein starkes Nachtsichtgerät, damit du überhaupt irgendwas erkennen kannst. Das Land wäre verödet. Kreaturen der Nacht, die mit eisigen Temperaturen klarkommen, würden das Zepter der Welt übernehmen. Bestehende Gebäude würden zusammenbrechen, weil der Sauerstoff knapp wird. Klingt komisch, aber Beton braucht Sauerstoff, um intakt zu bleiben. Auch in den Bunkern wäre der Sauerstoff begrenzt. Wir müssten viele Bäume unter starke UV-Lampen stellen, damit sie Sauerstoff produzieren und in den großen unterirdischen Bunkern würde ein Ökosystem entstehen. Die Weltmeere würden irgendwann zufrieren und das würde bedeuten, dass wir keine natürlichen Ressourcen wie Gas oder Öl mehr vom Meeresboden gewinnen könnten. Das große Objekt, das früher unser sonniger Stern war, würde bei diesem Gedankenspiel noch in der Mitte unserer Galaxie stehen. Aber stell dir mal vor, wenn die Sonne über Nacht einfach verschwinden würde. Es würde so ziemlich das Gleiche passieren, nur viel schlimmer. Die Sonne ist das größte Himmelsobjekt in unserem Sonnensystem und sie sorgt dafür, dass alle Planeten so sind, wie sie sind. Sie kreisen um die Sonne und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Ohne ein so großes Objekt, das sie stabil hält, würden die Planeten anfangen, wahllos umherzuschweben. Einige könnten sogar miteinander kollidieren.
Andere Planeten könnten auch einfach aus ihrem Orbit schweben und irgendwann ins All verschwinden, bis sie einen neuen Stern gefunden haben, um den sie kreisen können. Die Erde könnte einer dieser Planeten sein. Unser dunkler Planet würde mit einer ungewöhnlichen Geschwindigkeit durchs All fliegen. Der Planet würde sich nicht mehr um sich selbst drehen und andere Objekte würden auf ihn prallen. Wir befänden uns in der Flugbahn von Kometen, die nur darauf warten, uns zu treffen. Die Bedrohung durch die Kälte wäre also nicht unser einziges Problem, sondern das, was vor uns liegt. Wir müssten die Bunker also viel tiefer graben. Bedenke auch, dass wir keine Atmosphäre mehr hätten, die Wärme einschließt. Eine Ewigkeit würden wir so dahinschweben. Aber kommen wir zurück zu dem Szenario, in dem die Sonne beschlossen hat, sich zu verdunkeln. Unser Planet würde immer noch um die Sonne kreisen, zusammen mit den anderen Planeten. Die Temperatur würde aber weiter sinken, bis nichts mehr auf der Oberfläche überleben könnte. Und rund um die Uhr herrscht totale Dunkelheit. Nur Bakterien und wahrscheinlich auch Bärtierchen könnten auf der Oberfläche überleben. Bärtierchen sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die so gut wie überall leben können, auch im Weltraum. Irgendwann gäbe es keinen Sauerstoff mehr auf der Erdoberfläche und dann gäbe es dort nichts außer den kleinen Bärtierchen. Da sie die dominanten und möglicherweise auch die einzigen Lebewesen auf der Erdoberfläche wären, würden sie sich zu den größeren Arten entwickeln, mit steigender Population. Machen wir einen Zeitsprung 100.000 Jahre in die Zukunft und gehen wir davon aus, dass sich die Menschen an die Bedingungen unter der Erde angepasst hätten. Unsere Augen wären viel größer, um so viel Licht wie möglich aufnehmen zu können. Unsere Haut wäre weiß wie Porzellan, weil es unter der Erde ja keine Sonne gibt. Auch unser Gehör würde viel empfindlicher werden, weil der Untergrund hallende Geräusche erzeugt. Wir hätten immer noch den gleichen Intellekt wie heute, aber unsere Körper wären nicht mehr für die Oberfläche geschaffen. Unsere größte Bedrohung wären dann die riesigen Bärtierchen, die sich träge durch die Gegend schleppen. Unter dem Mikroskop sehen sie irgendwie niedlich aus, aber stell dir vor, sie wären so groß wie Eisbären. Willst du so einen in deinem Garten haben? Sie können überall leben, also werden sie auch in die Bunker eindringen. Es sind wilde Tiere in verschiedenen Größen und Formen. Zu diesem Zeitpunkt wären nicht mehr die Menschen die dominierende Spezies, weil sie